Yo, meine seelischen Unterwasserfreunde da draußen, heute geht's wieder ab mit einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben heute vor, die Aurora zu erklimmen, reinzusteigen und unseren Spaß dort zu haben. Es tut mir leid, dass die letzten paar Tage ja nicht so viel von Subnautica gekommen ist, aber es war diese Zeit ziemlich schwer, das zu machen. Also haben wir irgendeine Not? Also scheint so, als hätten wir Not. Und das ist. Ja, hallo? Ja, hallo? New biological subject designated mode. Hunting, analyzing, sharing subject locations with other agents. What is that? Okay, Leute. Ich gehe wieder. Okay, ne Scheiße, wir gehen heute nicht. Wir müssen nämlich ein bisschen was suchen. Wir wollen ja heute unsere Motti wohin bewegen. Ist das Ding da oben noch da? Ja, ja. Gut. Wir haben in der letzten Folge schon so einiges gesehen. Wir wollen ja heute mal. Wir haben bloß so 12% Energie. What? Hab ich aber Batterie dabei? Okay, zwei volle sogar. Huff. Okay, hat sich alles erledigt. Gut, können einsteigen. Los geht's. Also, was unser Ziel ist. Ich muss schon mal was testen. Zack. So. Unser neues Ziel. Wir wollen heute zur Aurora da vorne rein. Wollen da drüber chancen und hoffen, dass wir es schaffen und dass uns irgend so eine komische Kreatur irgendwann dezent vermampft. Hui. Hui. Aber wir wissen ja, dass hier auch unser Meeper-Deeper sich herumtreibt. Also muss wir hier. Naja, eigentlich ein Titan. Auf jeden Fall, er treibt sich hier herum und wir müssen schauen, dass er uns nicht unbedingt bekommt. Also ich hoffe mal, dass er uns nicht bekommt. Obwohl ich hier gerade dezent wenig sehe, was ist denn das? Eine Kapsel. Hey Leute, wir haben hier eine Kapsel. Bewegen wir uns doch mal hin. Dezent ist es ein bisschen schwerer als gedacht. Und rausschießen aus dem Wasser und hoch. Okay, da kommen wir nicht rein. Vielleicht von unten. Ja, komm hopp. Da geht's doch bestimmt irgendwie rein. Okay, da scheinen wir irgendwie nicht reinzukommen. Keine Ahnung, wieso oder weshalb. Können wir sie vielleicht reparieren? Das scheint auch nicht zu funktionieren. Was ist das denn? Okay, haben wir das jetzt bekommen oder was? Ich bin jetzt gerade dezent verführt. Zack. Ich muss doch irgendwie reinkommen. Komm, mach das Ding da auf. Ah, hier. Okay, da müssen wir nochmal nachgucken, was wir genau bekommen haben. Ich weiß es nämlich gerade dezent durch. Ja, okay, gut, ist alles kaputt. Gehen wir weiter. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie gucken, dass wir an den unseren Schrägstrich besten Freund vorbeikommen. Und nicht gefressen werden. Hoffe ich mal. Irgendwo hier oben ist er, aber wir versuchen natürlich so schnell wie möglich an unser Ziel zu kommen. Hier vibriert gerade dezent und ich sehe nichts. Gehen wir erstmal runter, dass wir ein bisschen mehr sehen. Wir sehen ihn irgendwie nicht. Er scheint gerade nicht da zu sein, wo ich ihn haben möchte.
erstmal scannen, dass sie es auch hundertprozentig überlebt. Ach komm, gucken wir es mal. Rein da, ohne Rücksicht auf Verluste, hopp, da gehen wir jetzt rein. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich weiß zwar nicht wo, aber ich weiß es. Ja? Brauchst nicht so tun, als wärst du nicht hier. Leute, ich weiß, dass hier irgendwo auf mich wartet. Genüsslich wartet er, bis ich abgelenkt bin. Mich dann zu holen. Guck, da hört man schon rappeln und scheppern. Irgendwas greift, glaube ich, die Aurora oder so an. Wir gehen uns erstmal ganz gechillt hier an Land. Aha, das ist wieder so ein kleines Ding. Das sollten wir vorher noch töten. Hey. Oh. Exploration is conducted at your own risk. Okay, Leute, der Kampf der Giganten. Das Schiff scheppert und kracht die ganze Zeit. Okay, es ist tot. Haben wir vielleicht zufällig das dabei, was wir brauchen? Nein, haben wir nicht. Das war vielleicht noch vom Farmen, das Zeug. Hier sind dezent viele von diesen kleinen Viechern. Oh shit. Hey. Beruhigt euch, beruhigt euch. Komm, 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 komm. Einmal beruhigen, einmal chillen. Ich töte euch mal schnell. Okay, gut. Eins tot. Da gleich das nächste kommt. Zack, 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 zack. Bevor sie mich noch irgendwie töten. Eine Schubkanone oder so wäre auch ganz praktisch, aber die bekommen wir, glaube ich, noch nicht. Noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie gesagt hat, aber ist auch egal. Da haben wir ein Medipack. Ich habe irgendwo so ein Ding herumhupfen. Keine Ahnung, wo so ein Ding herumhupft, aber ich höre es auf jeden Fall. Da vorne, okay. Was war das? Keine Ahnung. Okay, Leute, weiter, 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 weiter. Ich habe die ganze Zeit so ein blödes Gefühl, dass uns irgendwas erfolgt. Das gefällt mir gar nicht. Das Ding ist die ganze Zeit da einstürzen schon. Eieieiei. Hör auf mich zu verletzen. Oh, 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 oh. Okay, ich wünschte, ich hätte eine Waffe, ohne Scherz jetzt langsam. Können wir vielleicht irgendwo eine Waffe droppen? Ich gehe einfach. Wisst ihr was? Ich hau einfach ab. Ich muss euch nicht bekämpfen. Ich hau einfach ab. Nö. Bekämpft euch selber. Geht selber gegen mit euch selber kämpfen. Da, goodbye. Na, schaust du dumm. Scheiße. Da, Leute. So geht das. So machst du Champ, Alter. Ja, richtig nice. Zack. Wir brauchen jetzt noch was zum Essen. Haben wir zufällig was dabei? Natürlich haben wir das Wichtigste nicht gedacht. An was zu essen. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir irgendwas da drin finden, was essbar ist. Sonst wird es dezent schwierig. Ach du heilige Scheiße. Okay, Leute, ich mal ganz kurz meine Kohle holen. Aber das ist dezent. Gefällt mir das Ganze hier nicht. Es brennt alles. Und ja, überall sind diese klitzekleinen Viecherchen, die um mich alle töten wollen. Und ich habe dezent keine Lust darauf. Na Leute, ihr habt doch bestimmt auch schon Subnautica runtergeladen und gespielt. Ich bin mal gespannt, wie findet ihr das Game? Was sagt ihr dazu? Ist es eure Sache? Wünscht ihr euch auch so sehr wie ich Multiplayer-Modus? Und wenn ja, warum wünscht ihr euch Multiplayer-Modus? So. Auch Sachen, wo mich mal dezent interessieren würden von meinen Abonnenten, Zuschauern und auch von meinen Nicht-Abonnenten und von meinen ganzen Crewmitgliedern hier. Würde mich interessieren, was haltet ihr davon? Einfach so ein einfach so ein Update über das Spiel hier zu geben. Okay, ich sehe hier schon einen Feuerlöscher. Praktisch. Können wir gebrauchen. Autsch. So. Wir haben sogar zwei davon, sehe ich gerade.
Da ist eine Kiste. Ich habe ja zum Glück davon zwei. Ich bin mir sicher, dass wir noch dezent mehr finden werden. Eine Batterie. Aurora Systems are running on local reserve power. Unable to remotely download black box data. Da ist das Scannerapparat. New blueprint acquired. Integrating new PDA data. Das Einzige, was richtig gut an dem Feuer ist, jetzt kann ich hier sehen, wo ich langlaufe. Dann kommt auch Feuerle aus. Integrating new PDA data. Apfeleimer! Yay! Falls wir den irgendwie benötigen. New blueprint acquired. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ja, mein Magen ist gerade dezent am Knurren, also schicken wir uns ein Wengerle. Integrating new PDA data. Ein bisschen Geschwindigkeit zulegen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ach stimmt, da kommt er ohne diesen Scanner gar nicht, oder? Doch irgendwie weiter. Ich glaube, dafür brauchten wir diese Schubkanone. Okay, vielleicht gehen wir nochmal runter und gucken, dass wir schnell irgendwas in Wasser auf Wasser aufgammeln zum Essen. Ich mache auch hier mal einen ganz kurzen Cut rein, dass das hier nicht so lange dauert. Ich brauche nur einen Kabelsatz. Keinen erweiterten Kabelsatz, einen Kabelsatz. Hier, was haben wir noch gefunden? Irgendwas Neues. Aha. Damit können wir die Sachen öffnen. Diese komischen. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ruinen auf jeden Fall, würde ich jetzt nicht mal behaupten, was das sein sollte. So, für ein Kabel. Ja, für ein. Ach, ihr wisst, was ich meine. Kabelsatz. Brauchen wir Silbererz, zwei Stück. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich wollte nicht drauf gehen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte. Nein, komm. Ich will was anderes. So, nein. Öffnen. Ist nichts drin. Muss ich hier nachgucken. Hier habe ich bestimmt irgendwas reingeworfen. Hier kommt Titan rein. Da war es auch nicht. Hier habe ich es ja, Leute. Ich war derzeit ein bisschen farmen, habe mir ein paar Sachen geholt. Ein paar kleine auf jeden Fall. So. Machen wir uns ein Kabelsätzchen. Und jetzt kommen. Hopp, 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 hopp. Und yay! Wir haben die Schubkanone. Und wir brauchen die rein theoretisch, um da reinzukommen, weil wir keine weiteren Teile oder so weiter besitzen. So. Mal gucken, was wir alles so brauchen. Ganz ehrlich, Reparaturding bräuchten wir jetzt gerade nicht auf Schnellzugriff. Gehen wir hinter. Außer es geht natürlich die Batterie aus, dann natürlich nicht. Ja. Da schwimmt der Frohgemute oben herum. Läuft. Bisschen buggy, der Kerl.
Auf jeden Fall, das eine Ding, was wir bekommen haben, das lenkt Raubtiere ab. Zum Beispiel zum Mipa könnten wir damit woanders hin locken, aber das wollen wir ja nicht. Der kann ruhig da bleiben, wo er ist. Weil hier kommen wir sowieso da rein. Hüpferchen und nochmal ein Hüpferchen. Das heißt, ruppelt und rappelt es wieder wie verrückt, weil wir da reingehen. So. Ruckeln und rappeln und tackeln und wappeln. Sobald wir hier drin sind, kann uns glaube ich den Mipa nicht mehr verfolgen, mutig mal. Dass er zu dick dafür wäre, dass er da doch kommt. Aber sind wir uns da mal nicht so sicher und gehen mit unserer Motti wieder so weit wie möglich am Land. Also nicht zu weit und auch nicht zu weit weg. Hier, das reicht. Aber du hast mein Boot zerstörst, das weiß ich ja noch. Boah, jetzt sind echt viele. Aber die zerstören unser Boot, wenn sie es in die Finger kriegen. Goodbye. Komm, spring mich an, hopp, hopp, hupf mich an, komm. Goodbye. Die segeln jetzt hier nach unten, bleiben dann da hoffentlich auch unten. So, ich glaube, das war's. Mehr sind hier nicht. Gut, rauf hier. Rennen wir mal schnell hoch. Überspringen da schnell, dass wir wieder an der selben Stelle sind. Deutsch ist heute mein Problem. So Leute, wir sind wieder hier. Wir können jetzt Sachen durch die Gegend schmeißen und tun und wachen, was wir wollen damit. Zack, jetzt kommen wir noch rüber. Und Weg ist frei. Mehr braucht man nicht. Das braucht echt viel Schub, wie man gerade sieht. Echt viel Energie, das kleine Ding. Oh, sag jetzt ja nicht, wir brauchen da hinten einen Schneider. Oh, bitte nicht. Bitte alles bloß das nicht. Komm, kein Schneider. To the Aurora